Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusionen. Dieses Mal spielen wir die Mission Die Entscheidungsschlacht, wo wir endlich gegen Kaiser Heishin persönlich vorrücken. Yugis Team hat sich ein bisschen verändert. Kuribo hat jetzt dreimal multiplizieren. Guckt euch diesen Angriffswert an. Der trügerische Ehrenmann kämpft bei uns mit und wir haben jetzt den schwarzen Magier dabei. Der trügerische Ehrenmann ist auch grundsätzlich glücklicherweise Level 30. Unser gutes, altes, dunkles Nachtexperten-Team hat also erstmal ausgesorgt. Marco muss dabei sein, wird für uns rumlaufen, Bakura und Tristan ebenso. Fist ist tatsächlich ein kämpfendes Team, immer noch ihr gleiches wie vorher. Und Shimon hat auch nur ein einzelnes Monster zum Rumlaufen. Yugi wird unser Angelpunkt in dieser Mission sein. Also los geht's. Das ist bisher die wichtigste Schlacht, oder? Und hoffentlich auch die entscheidende. Ja, wenn wir hier gewinnen, ist die Sache gegessen. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein. Heishin ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber immer noch ein sehr mächtiger Marschall. Ja, aber wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir ihn auf jeden Fall. Stimmt, wir müssen hier gewinnen, damit die Sache zu einem Ende kommt. Hoffen wir doch mal. Richtig! Oh Gott, Fist ist der Text. Okay, Leute, packen wir es an. Siege, die Truppen von Yugi befreien Enno. Niederlagen, das Team von Yugi wurde vernichtet. Oder Shitun fällt in feindliche Hände. Ja, das wollen wir auf keinen Fall, dass das passiert. Wir sehen, hier gibt es einige Burgen und Forts einzunehmen. Eine davon ist direkt vor unserer Haustür. Also verteilen wir unsere Marschalle mal wieder über die ganze Karte. Fistes schlägt gleich den ersten Kampf für uns am Fort direkt gegenüber. Aus dem üblichen Grund, denn da ist mal wieder ein Monster, das wir mitstärken würden, würden wir mit Yugis Team hier aufkreuzen und die Kristalle benutzen. Also gucken wir erstmal, dass unser Geisterteam hier Arbeit leistet. Kraft der Natur. Ja, wenn sich die Gegner verteidigen, ist das natürlich das Perfekteste für unsere Situation. Da können wir erstmal in Ruhe unsere ganzen Stärkungs-Items wirken. Sehr gut, sehr gut. Und haben keine größere Gefahr, zu viel Schaden zu nehmen. Hohe Flut, Bams. Nieder mit dem Axträuber. So, jetzt auf das mistige Viech in der Mitte. Die Puppe soll ja auf keinen Fall gestärkt werden, sollten wir einen zweiten Kampf brauchen. Schnitt des nebulösen Ninjas, Bams. Sollten wir aber, glaube ich, nicht. Wir haben immer noch genügend Angriffe, jawohl, dass wir diesen Kampf hier gewinnen können. Und Level hoch. Wir haben den ersten Marschall besiegt. Allerdings ist hier noch ein zweiter, den wir auch noch besiegen müssen. Zwischendurch schnell immer eine blaue Medizin auf Ansatsu und Fistes kämpft gleich gegen den zweiten Marschall, der schon relativ bekannte Monster hat. Allerdings haben wir den Drachensucher bis jetzt noch nicht gesehen. Ein fieses Monster, das irgendwann mal lernen würde, Bonusschaden gegen Drachen zu machen. Allerdings kann er das auf seinem momentanen Level noch nicht. Ja, gleiches Spiel wie eben, Kraft der Natur einsetzen und warten, bis unsere Gegner sich zu Tode verteidigt haben, was sie ja zwischendurch scheinbar ganz gerne hier machen. Blaue Medizin einsetzen, wenn es denn wirklich sein muss, weil die Gegner hier recht stark sind. Okay, und jetzt, wo wir die Gelegenheit haben, Attacke-Team vernichtet alle unsere Gegner. Ja, noch eine hohe Flut hier auf den dunklen König. Ach Mist, er hat sich ja verteidigt des Abgrunds, das war jetzt dumm von mir, aber egal. Kraft der Natur nochmal auf unser Team. Blaue Medizin brauchen wir eigentlich gerade nicht, denn die Gegner haben sowieso keine Aktionspunkte mehr. Das war's mit dem König des Abgrunds. Und das wird's jetzt gleich mit, genau, dem Sensenmann der Karten gewesen sein. Bleibt nur noch der Drachensucher, Schnitt des nebulösen Ninjas und ein weiterer Sieg für uns. Alle wieder mal ein Level hoch. Wutsch! Pfosten wurde befreit. Ja, jetzt kann Yugi auch nach Pfosten umziehen. So, dann wollen wir Fistes hier auch gleich wieder rausholen. Yugi soll hier das Fort erstmal für uns verteidigen. Wir wollen wieder blaue Medizin einsetzen. Und Fistes läuft weiter, um die nächsten Forts für uns einzunehmen. Dann wird Ansatsu und der Steinsoldat noch voll geheilt. Okay, das sieht soweit schon sehr vielversprechend aus. Fistes, du greifst jetzt die Stadt im Südosten an. Und unser Team hier vorne geht schon mal an die nächsten Kanonen. Hier haben wir nämlich mal wieder eine Abwehrkanone, die wir irgendwann mal ausschalten müssen. Dafür haben wir wieder ein Billigteam dabei, das es für uns erledigen wird. Yugi bestreitet seinen ersten Kampf gegen Zanki, den Millenniums-Golem. Und ein Maschinensoldaten-Mistviech. Aber das sollten wir locker hinkriegen, denn wir haben gerade
gerade die Spezialfähigkeit von Kurimo gesehen. Ja, so schnell kann man gar nicht gucken, wie die Gegner jetzt sterben. Über 4000 Angriffspunkte mit einem Spezialangriff, der alle Gegner trifft. Das ist nämlich tatsächlich der Haupteffekt von Multiplizieren. Es schaltet die Spezialfähigkeit von Kurimo frei. Neben dem Bonus, dass wir 1000 ATK für Kurimo kriegen. Deswegen ist dieses Viech eins der übertriebensten und stärksten Monster des gesamten Spiels. Wenn man denn tatsächlich im Ungeheuer Ödland dreimal Multiplizieren für ihn mitgenommen hat. Ansonsten ist Kurimo einfach zu schwach, um viel für uns tun zu können. Selbst wenn man auf ihn die dunkle Energie wirkt, da gibt es deutlich bessere Wahlen. Wie zum Beispiel den Halsjäger, den wir inzwischen in unser Team stecken könnten. Der hat auch schön viele Aktionspunkte. Okay, Yugi wartet jetzt hier vorne, dass unser kanonenausschaltender Menschenfresserkäfer auftaucht. Ah, allerdings Fistes hat in der Zwischenzeit mit dem schnellen Ansatsu ebenfalls ihr Ziel erreicht. Da haben wir Pumpkin, den Geisterkönig. Schon wieder Zanki und den Zombie-Drachen. Das übliche Bones-Zombie-Team. Allerdings hat er aus irgendeinem Grund nicht den Zombie-Krieger, sondern tatsächlich den normalen Zanki, der kein Zombie-Monster in dem Sinn ist. Ich weiß nicht genau, warum man ihm nicht den Zombie-Krieger gegeben hat. Der existiert nämlich auch hier in diesem Spiel. Aber soll mir auch recht sein. Unsere Geistmonster stärken sich wieder gegenseitig. Diese Gegner hier sind natürlich jetzt dunkle Monster, die verblieben sind. Zanki, der Krieger, ist natürlich ein Krieger. Ja, das sollte kein großes Problem sein, da sie ihre Spezialfähigkeiten hier noch nicht haben. Pumpkin, der Geisterkönig, lernt zum Beispiel irgendwann als Spezialfähigkeit, dunkle Monster auf dem Kampffeld zu stärken. Ähnlich wie es das Item auch machen würde. Bei ihm kostet es allerdings 2 Aktionspunkte, wenn er das machen will. Ja, wir haben den Kampf gewonnen. Fistes und alle unsere Monster sind mal wieder ein Level gestiegen. Tetran wurde befreit und wir haben 400 Gold erhalten. Sehr schön. Jetzt kann der Menschenfresserkäfer hier vorne endlich in die Abwehrkanone reinlaufen, damit Kurimo da keine Probleme mehr hat. Und dann können wir mit dem Mehrfach-Rückgratschuss unser gesamtes gegnerisches Team wieder innerhalb von Sekunden auslöschen. Haha. Ah, ich liebe es, dreimal multiplizieren zu haben. Außerdem wurde Nuatua ebenfalls befreit. Und der nächste Marshall macht sich auf den Weg nach Enne, um auch dort die Abwehrkanone für uns auszuschalten, sobald wir dort zum Angriff schreiten werden. Ja, hier haben wir einen Mega-Sauler, wieder mal den Silberfang und einen Biber-Krieger auf der gegnerischen Seite. Mehrfach-Rückgratschuss. Bams! Das Team schon zur Hälfte vernichtet. Ah, ich liebe diesen Effekt. Einmal bitte blaue Medizin auf Kurimo. Er ist momentan der absolute Angelpunkt unseres Teams. Lila Kristall für unsere beiden Kollegen und noch ein Mehrfach-Rückgratschuss. Damit ist Silberfang schon erledigt. Die anderen beiden heilen sich ja die ganze Zeit hier sehr fleißig. Also machen wir mal Spektralnebel und finstere Magie-Attacke mit drauf. Ein Nadelsprüher sollte die ganze Geschichte eigentlich für uns entscheiden. Sieg! Kurimo-Level hoch, dunkler Magier-Level hoch und Niagula wurde ebenfalls befreit. 400 Gold erhalten. So, dann macht Yugi sich auf den Weg, das nächste Städtlein dort oben rechts einzunehmen. Unser anderer Kommandant sollte noch nicht in die Reichweite der Kanonen laufen. Wir warten, bis Yugi hier vorne hinkommt. Da wartet auch der große, böse Kaiser Heishin auf uns. Und wir nehmen die letzte Stadt auf dieser Karte ein. Jovan wurde befreit. 600 Gold erhalten. Verzeihung, ihr seid vom Widerstand, nicht wahr? Ich suche meine ältere Schwester. Kennt ihr sie? Wohl nicht. Woher auch? Sie heißt Kachua. Gesundheit. Tja, es kam mir so vor, als kanntet ihr sie. Ach, du Dummerchen, Lora. Ja, ich wollte euch nicht belästigen. Hier haben wir also einen Teil der Jiminy-Elfen versteckt. Es ist an diesem Punkt des Spiels unmöglich, ihre Schwester schon gefunden zu haben. Wir müssen also an einem späteren Zeitpunkt, nachdem wir dieses Spiel schon durchgespielt haben, wenn wir irgendwann endlich mal Kachua als Monster besitzen, in diese Mission hier nochmal zurückkehren, um den zweiten Teil der Jiminy-Elfen rekrutieren zu können. Sie sind in der Tat in diesem Spiel hier zwei Monster, nicht nur eins. Es ist allerdings auch eine gute Sache so, dadurch haben sie eine spezielle Fähigkeit. Da kommen wir allerdings später drauf zurück, weil es wird noch lange, lange dauern, bis wir die Jiminy-Elfen in unseren Besitz bringen können. Ja, Yugi gegen den letzten Officer auf dem Schlachtfeld, der kein sonderlich gefährliches Team hat. Ein Basisinsekt, oh wie süß. Eine übliche Ameise und eine übliche Jägerspinne. Ja, die haben keine sonderlich tollen Fähigkeiten oder Items, mit denen sie uns vernichten könnten.
Also machen wir einfach ein paar Mal lila Kristall auf unser Team und einen Mehrfach-Rückgratschuss, um alles auf der gegnerischen Seite auszulöschen. Na, immerhin, die Spinne hat noch überlebt. Wir warten mal kurz, bis sie sich nicht mehr verteidigt. Und dann macht die dunkle Magier-Finster-Magie-Angriffsattacke möglichst den Rest. Hat aber leider nicht ganz gereicht. Jetzt musste Kuribo das Ganze für uns entscheiden. Naja, Cardis wurde befreit und Yugi macht sich auf den Weg zur letzten Stadt. Die Kanone wird hier vorne gerade von unserem anderen Marschall aktiviert. Gutes Timing. Dann nehmen wir hier vorne wieder Schaden. Oh nein, Shimon, was sollen wir nur tun? Ja, und in der Zwischenzeit können wir hier vorne mal schnell wieder eine blaue Medizin einsetzen, damit Kuribo wieder voll geheilt ist. Leider, so stark Kuribo momentan auch sein mag, ist er immer noch ziemlich schwach, was unsere HP angeht. Tja, Heishin hier. Wie könnt ihr es wagen, mir zu trotzen, ihr nichtsnutzigen Rebellen? Heute bin ich Richter, Geschworener und Schafsrichter in einem. Yugi vs. Heishin mit dem mystischen Elfen, oh wie süß, dem Axträuber und Zanki, dem Krieger, den wir schon mal getroffen haben. Ja, der mystische Elf ist eigentlich gar kein so schlechtes Monster, hat allerdings extrem wenige Angriffspunkte und hat seine Spezialfähigkeiten, die er später lernt, hier auch noch nicht erreicht, da sein Level noch zu niedrig dafür ist. Dementsprechend ist Heishins Team ein ziemlicher Witz, auch im Vergleich mit den anderen Marschällen, die wir hier auf dem Schlachtfeld getroffen haben. Ja, wir kriegen nochmal einen Kristallsplitter von ihm ab und BAM! Sieg! Heishin wurde in den Boden gerammt, ohne größere Probleme. Enno wurde befreit, wir haben 900 Gold erhalten. Nein, Rückzug, Rückzug. Heishin entkommt uns, lasst ihn nicht entwischen. Ja, Heishin hinterher, ich weiß nicht wieso, wenn wir ihn sowieso gestürzt haben. Tut mir leid, Yugi, ich bin verspätet, jetzt wird alles gut, ich bin ja da. Wo warst du so lange, Joey? Hör mal, ich bin so schnell hier hingekommen, wie es ging. Tja, hätten wir zu lange gebraucht, wäre er tatsächlich unserer Armee im Kampf beigetreten. Beruhigt euch, ich bin ja jetzt da, hä? Ich bin zu spät? Ihr habt mich gar nicht gebraucht? Nein, dich auch nicht, Mai. Du bist zu spät, Mai. Ja, sagt der Richtige. Ich hab mich furchtbar beeilt, aber ihr wisst ja, eine Dame soll man nicht hetzen. Genau. Okay, wir haben es geschafft. Verflucht sollt ihr sein, meine Armee, mein Reich. Ja, jetzt heult er rum. Darüber braucht ihr euch nicht den Kopf zu zerbrechen, eure Majestät. Wer ist das? Wer da? Aha. Wer seid ihr? Das spielt keine Rolle, eure Majestät. Ihr müsst nur wissen, dass ich euch von euren Feinden erlösen kann. Ja? Noch so ein anmaßender... Ach, nichts. Ihr behauptet also, ihr könntet mein Reich retten? Ja, das kann ich. Ich werde die Rebellenarmee besiegen, die hinter euch her ist. Gut, jetzt weiß ich, dass ich gerettet bin und kann mich ausruhen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was? Das Reich und die Armee gehören nicht mehr euch, eure Majestät. Was? Was soll das bedeuten? Erklärt mir... Ja, mein Körper... Mein Körper! Ihr seid nur eine von mir programmierte Marionette. Ihr habt mir gut gedient. Mein Gott, wie brutal. Aber eure Nutzungsdauer ist mittlerweile abgelaufen. Gute Arbeit, eure Majestät. Er vernichtet also gerade Heishin für uns. Ich lösche immer alle unnötigen Programme, damit ihr mir später keinen Ärger machen können. Warum programmiert er dieses Spiel dann so merkwürdig? Verschwinde im Nebel! Ja! Hier gibt es so dermaßen viele Programmfehler, die ihm im Weg stehen sollten. Oh nein! Ein unbekannter Gegner greift uns von hinten an! Was? Was? Das wurde uns nicht gemeldet! Die Überraschung tut mir leid. Ich glaube dir nicht. Ich habe mir erlaubt, eure Nachhut zu vernichten. Welche Nachhut? Wir hatten eine Nachhut? Wie einfältig von euch, die Hintertür sperrangelweit offen zu lassen und keine Wachen aufzustellen. Wer zum Geier sind sie? Das kann euch eigentlich egal sein, aber ich sage es euch trotzdem. Ich heiße Scott Irvine.
Irvine, haben wir den Namen nicht schon mal gehört? Es reicht, wenn ihr wisst, dass ich euer Leben in meinen Händen halte. Er ist also der Programmierer, wer hätte es gedacht. Ich habe nämlich diese Welt erschaffen. Wie findet ihr die übrigens? Seid ihr gerne im Königreich? Sie haben uns also in diese Falle hier gelockt. Stimmt, genau. Aber ich erwarte ja von einem so schwachsinnigen Haufen wie euch gar nicht, dass ihr meinen großartigen Plan kapiert. Okay, genug geredet. Solltet ihr nicht langsam ans Abhauen denken, während ihr hier rumsteht und Fragen stellt, wird euer Fluchtweg langsam abgeschnitten. Lord Yugi, wir müssen uns zurückziehen. Wir werden massakriert, wenn wir hier bleiben. Okay, alle Mann, zurückziehen. Wieso versuchen wir nicht mal gegen Scott zu kämpfen? Ich glaube, unsere Marschälle wären stark genug. Egal. Wir erhalten Gold, rote Medizin und Monster wiedergeboren. 1366, endlich mal wieder eine größere Belohnung fürs Schaffen einer Mission. Tja, so viel zum Thema Entscheidungsschlacht. Die nächste Mission ist das Wandervolk. Es geht weiter. Kaiser Heishin ist weg vom Fenster. Scott hat die Kontrolle über das Reich ergriffen. Er ist auch der Programmierer, kein Wunder. Die Armee von Scott ist aus dem Nichts erschienen und hat dem Widerstand schwere Verluste zugefügt und ihn zum Rückzug gezwungen. Verdammter Cheater. Scott setzt seine Verfolgungsjagd fort und fügt Yugis Armee auf der Flucht weitere Verluste zu. Nicht, dass wir wirklich unsere Monster verlieren würden oder so. Während des Rückzugs erfährt Yugi, dass eine Gruppe Flüchtlinge im Uruvi Canyon von kaiserlichen Truppen verfolgt wird. Thea versucht, diese Flüchtlinge gegen einen zahlenmäßig überlegenen Feind zu schützen. Ah, da kriegen wir wohl eine neue Kommandantin. Yugi und seine Freunde wollen Thea zur Hilfe eilen, werden dabei aber selbst von den kaiserlichen Truppen umzingelt, die sie verfolgen. Das ist natürlich nicht gut, aber da können wir schon irgendwie durchbrechen. Wir haben zwei neue Marschälle. Wir haben Joey jetzt hier mit dem Flammenschwertkämpfer und dem guten alten Roboritter. Sowie auch Giltia. Er hat außerdem wieder die Konstruktionsfähigkeit, genauso wie Tristan. Mai hat die Harpie, Harpies Spieldrache und den Drachenfluch als Monster für uns mitgebracht. Momentan alle nicht sonderlich interessant für uns, allerdings ist die Harpie eines der stärksten Monster im Spiel, sobald wir es denn mal geschafft haben, die Harpien-Schwestern zusammenzusammeln. Das hier ist leider nur Harpie Nummer 1. Nummer 2 und Nummer 3 werden wir noch im kommenden Verlauf zusammensammeln müssen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir Thea retten werden. Bis dahin, see ya!